Ja, willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ich begrüße euch und das ist meine erste Aufnahme nach meinem 18. Geburtstag. Und ja, ich wurde reichlich beschenkt. Es war ein sehr, sehr schöner Geburtstag. Es war ein wunderschöner Tag. Ich habe ein Glück, dass ich am Samstag Geburtstag habe. Und ja, es war einfach mega und ich habe ihn genossen. War zwar sehr lange wach, habe noch leichte Nachwirkungen. Jetzt denkt manche, hast du viel gesoffen? Nein, ich habe nichts gesoffen. Weil ich keinen Alkohol trinke. Also keine schlecht. Was? Saufen! Ja. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was ja bald ansteht. Und zwar das Mario Kart 8 DLC. Ja, das kommt jetzt bald raus. Am 13. November. Also am Donnerstag, ne? Donnerstag müsste es sein. Ich freue mich sehr drauf, auf dieses DLC. Und ja, wann bei mir es kommen wird, kann ich jetzt auch mal gleich direkt sagen. Es kommt am Freitag. Und zwar die beiden Parts. Also kommen ja nur zwei Folgen, weil es halt nur zwei Cups sind. Und die haue ich direkt am gleichen Tag raus. Am Donnerstag schaffe ich es leider nicht, weil ich lange Schule habe und, naja, mir das ein bisschen zu stressig wäre. Deshalb kommst du nicht am Donnerstag, sondern am Freitag. Und dafür beide Folgen. Ja. Freitag 14:15 Uhr. So ist das geplant. Ich hoffe mal, es klappt doch alles so, wie ich es geplant habe. Ich weiß es ja nicht. Weil es gibt manchmal Sachen, die plant man und dann geht's ja schief. War auch gut, mal so am Wochenende auch gar nichts aufzunehmen. Als ich Geburtstag habe, auch ganz angenehm. Ja, die beiden Cups heißen, soweit ich sehe, iCup, also Yoshi iCup und Triforce Cup, also laut meiner Information, kann ja auch nicht stimmen, weil, also das werden wir natürlich sehen, wie es am Ende heißt, weil, wie kann ich nicht sagen, oh, das ist der Pilz Cup, das ist der, was weiß ich, Cup und so weiter und, ja, die eine Ratchet hat mich aber gut übersehen. Warum krieg ich da nur scheiß Münzen, ey, das ist ja richtig bescheuert. Und die Faust von Bowser trifft. Nicht. Im nächsten Rennen reden wir auch über die ganzen Strecken. Es sind ja 8 Strecken. Ob alle sicher sind, weiß ich noch nicht. Ich will die einfach mal alle sagen und dann, ja, können wir darüber sprechen. Weil es gibt halt ein paar Remakes. Also ich denke mal ein Retro, ein normaler neuer Cup. Deswegen, ich rede einfach nur über die ganzen Cups. Ich rede nur einfach nur über die Strecken. Wo sie letztendlich hingehören, möchte ich nicht kommentieren. Weil ich mir nicht vorstellen, aber so wie ich das sehe, sind manche vermixt und das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass es ein Retro, ein neuer gibt, weil es für mich sehr viel sinnvoller ist, weil dass man es, ich habe noch nie gemacht, glaube ich, dass man eine Retro und normal neue vermischt haben. Das hat man noch nie gemacht. Ja, vielleicht macht man es, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich nenne jetzt einfach mal die Remake-Strecke und zwar die erste ist die Yoshi Circuit. Ja, diese Strecke kennt man. Wer nicht, der. Ja. Irgendwie dumm gesagt. Auf jeden Fall, die Strecke kommt aus Mario Kart. Oh Gott. Warum nehme ich keine Tricks, ey? Mario Kart Double Dash. Wer sich an mein Let's Play erinnert, ich habe dieses Spiel schon mal Let's Played. Das war ganz, ganz lange her. Also, wow. Wie lange das her ist. Sehr lange her. Und da habe ich, glaube ich, nicht Mario Kart Double Dash gesagt. Habe ich gesagt, Mario Kart Wii Double Dash. Und ja. Toll. Konnte ich meine Bombe auch total geil anzünden. So. Treff mich nicht! Gut. Boah, diese Strecke bin ich auch lange nicht mehr gefahren, ey. Fällt mir gerade nur nebenbei so auf. Bestimmt seit Monaten, wenn wir jetzt mal ernst. Okay, ja, eine ganz schöne Strecke, gefällt mir. Bin mal gespannt, was sie so einbauen. Ich kann mich nicht mehr ganz an die Strecke erinnern. Ich glaube, ich schaue mir doch vielleicht nochmal ein altes Display von mir an. Auf meiner Festplatte, natürlich. Und dann, ja. Gucken wir mal. Weil, naja, ist halt ein bisschen länger her. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich das, oder 2 Jahren. Ich weiß nicht mehr. Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Und ja. Die zweite Strecke, die es beinhaltet, ist Varios Goldmine. Ja, also, der Name sagt ja schon, wir fahren durch eine Mine.
Hier ist eine Goldmine und die gehört Wario. Ja. Sehr kreativ von mir. Formuliert. Aber egal. Oh, der Goldblitz bringt mir aber mega. Oh, scheiße. Die Banane hat er mich gut getroffen. Die nächste Strecke ist SNES Rainbow Road. Ja. Und soweit ich das weiß, ist die jetzt zum dritten Mal neu aufgelegt. Also ob die Strecken jetzt offiziell bekannt sind, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also soweit ich das weiß, sind die bekannt. Ja. Oh, ich gehe weg. Weil, bevor der mich mit einem Stern hätte. Oh. Ja, ist lebensgefährlich. Mehr als nur lebensgefährlich. War dumm von mir. Weil ich wollte mich nicht vom Stern verpissen, aber... Ja, die kriegen alle einen Stern hier. Ja, genau, ey, komm, hör auf mit der Scheiße hier. Geht hier los. Ja, auf jeden Fall nochmal zum dritten Mal aufgelegt. Und, jo. Läuft bei mir hier, Alter. Ei. Ja, was bringt mir denn scheiß Starry-Panzer? Da helfe ich ja nur meinen Gegner mit mir. Scheiße, ey. Ja, klar, geil. Wie, wen hat er geholfen, ne? Scheiße. Auf jeden Fall zum dritten Mal aufgelegt. Und zwar beim Game Boy Advance. Also Mario Kart Super Circuit. Bei Mario Kart 7. Und jetzt hier bei Mario Kart 8 wird es zum dritten Mal aufgelegt. Und ich denke, und ja, die Strecke kennt man durch. Ja. Und dann gehen wir mal zu den neuen Strecken, die es geben sollte. Ich weiß. Falls ihr es auch nicht wisst, die beiden drei Charaktere, die es gibt, ist einmal Link aus Zelda und dann noch Tanuki Mario und Katzen Peach. Also, ja, abgesehen von Link, was ich ganz okay fände, auch wenn ich kein Zelda-Fan bin. Ja, das stimmt. Ich bin kein Zelda-Fan. Bestimmt hier alle Zelda-Fans sagen, ah, was soll das? Ich kann das nicht Zelda, Zelda ist doch das Beste, was es gibt. Und so, ja. Für die anderen dann schon, für mich eher nicht. Deswegen. So. Er hatte nichts, weil er gerade eine Münze aktiviert hat. Deswegen, ja. Auf jeden Fall, die nächste Strecke, die reinkommen soll, ist eine Hyrule-Strecke. Hyrule Circuit habe ich gesehen, ne? Moment. Ich muss kurz runter. Oh, ja. Hyrule-Strecke, die aus Legend of Zelda stammt. Kann ich nicht mehr sprechen. Ja, bringt ja nichts, ne? So. Jawohl, geil abgekürzt. Na, langweilig. Krieg dich noch, ich krieg dich noch. Oder die feuert mich hinten ab. Knall die ab, knall die ab. Ja, mich triffst, aber den nicht. Die nächste Strecke ist Mute City, eine F-Zero-Strecke. Dann gibt es noch eine Dragon Driftway, eine asiatische angehauchte Strecke. Auch eine schöne Idee. Und, oh wow, was ist denn los mit mir? Ja. Oh, scheiße. Schießt die ab. Oh, klar, ey. Naja, komm, scheiß drauf. Wurde nicht eingeholt. Komm schon, komm schon, komm schon. Dritter Platz. Ja, die nächste Strecke ist Excitebike. Eine holprige Strecke aus dem Excitebike-Serie. Die Rampen sind zufallsregeneriert. Okay. Dann gibt es noch Ice Ice Outpost. Eine eisige Strecke, zu der es noch nicht viel bekannt sind. Also auf jeden Fall sehr viele acht Strecken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es fünf normale und drei Remakes gibt. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, die kommen auf jeden Fall. Also war es Goldminister, weil ich weiß sicher. Yoshi's Circuit, eine Hyrule-Strecke und eine F-Zero-Strecke ist sicher. Ob die anderen Strecken sicher sind, kann ich jetzt noch nicht sagen und möchte ich auch nicht zu viel sagen. Ja. Dann gibt es noch vier Wagen und zwar einmal die Bolide, die Exponata, und der Tanuki Buggy und der Blue Falcon, der schon ganz lange schon bekannt war. Das sind die vier Karten, also der Exponata ist aus Legend of Zelda. Der Tanuki Buggy ist neu.
Der Blue Falcon ist aus Mario Kart Wii und die Bolide aus Mario Kart DS. Auch ganz cool. Ja, der Preis des für dieses DLC ist 8 Euro. Akzeptabler Preis. Aber wer den als DLC kauft, also für den DLC am Mai, wann er genau rauskommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Mai. Ja, bekommt das für 12 Euro plus Yoshi und Shy Guy in verschiedenen Farben, was ich sehr cool finde, deswegen habe ich mir auch beide Pakete gekauft. Und ja, und habe 12 Euro gezahlt. Kriegt 16 neue Strecken, heißt 4 neue Cups. Und ja, kriegt fast 50% vom Spielen, das ist sehr cool, also 50% der Strecken. Für so einen guten Preis. Also darüber kann man nicht meckern und ich denke mal, wird auch Nintendo auch etwas bringen. Und ja, dass ich hier von der Bombe weghauen werde, ist klar. Zusätzlich am 13. November gibt es noch ein Patch, beziehungsweise ein Update. Und das heißt Mario Kart 8 Version 3.0. Das heißt, es kommt die Amiibo-Funktion rein. Und wahrscheinlich schon ein paar Patches oder so, kann ich mir gut vorstellen. Also die Amiibo-Funktion, denke ich mal, kennt jeder. Ja, auch ganz nett. Ja, selber schuld, wenn man mich weghaben muss. So gut, Pilze, die können mir noch was bringen. Hat jemand noch eine Ratch hinter mir? Nein, bei jeder hat einen Goldpilz. Verdammt. So, Zepter. Okay. Gut, das ist dazu, also am 13. also kommt ein Update und ja, das war's für diese Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Am Freitag kommt kein Mario Kart 8 Part online, weil die DLCs kommen. Das wollte ich nur sagen, bis dann und ciao.